Hallo und herzlich willkommen zu Gestapo vor Gericht. Die Mörder sind unter uns. Live aufgezeichnet bei der Langen Nacht der Museen, hier im Erinnerungsort Hotel Silber in Stuttgart. Mein Interviewpartner in dieser Folge ist Friedemann Rinke. Er hat die aktuelle Sonderausstellung des Hauses für Geschichte, Gestapo vor Gericht, die Verfolgung von NS-Verbrechern im Hotel Silber, zusammen mit Lea Berg kuratiert. Hallo Friedemann. Hallo. Mein Name ist Josefine Hochbruck und ich darf diesen Podcast heute Abend moderieren. Das Thema dieser Folge ist der Stuttgarter Deportationsprozess. Zum Einstieg erstmal eine kurze Zusammenfassung. Anfang der 1950er Jahre standen 7 Männer der Stuttgarter Gestapo vor Gericht. Walter Becker, Hermann Motzer, Gottfried Mauch, Kurt Jona, Alfred Amthor, Eugen Ott und Eugen Krause. Verhandelt wurde ihre Beteiligung an den Deportationen von jüdischen Württembergerinnen und Württembergern, die für weit über 2000 Menschen in den Tod führte. Friedemann, als wir uns zum ersten Mal über diesen Prozess unterhalten haben, hast du gesagt, dass dir während Führungen durch die Ausstellung vor allem eine Frage immer wieder gestellt wird, nämlich, wie kann es passieren, dass diese 7 Männer freigesprochen wurden? Und bevor du die Frage jetzt beantwortest, spulen wir noch einmal bis zum Anfang zurück. Das Landgericht unter Walter Otto hat 1950 ja versucht, den Prozess sogar insgesamt zu verhindern. Mit welchen Begründungen hat Walter Otto damals die Anklage abgelehnt? Ja, tatsächlich hatte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, die mit den Ermittlungen betraut ist, sozusagen den Antrag auf die Hauptverhandlung gestellt. Das ist kein Automatismus, muss man dazu sagen. Also eine Anzeige erfolgt und dann kommt der Prozess. Nein, es ist tatsächlich so, die Staatsanwaltschaft muss erstmal ermitteln, den Sachverhalt beschreiben und dann sozusagen juristisch argumentieren, warum hier eben die Hauptverhandlung angesagt und nötig ist. Das hat die Staatsanwaltschaft getan, beim Landgericht eingereicht und in der Tat, Walter Otto hat dann abgelehnt über dieses Verbrechen oder aus seiner Sicht über diesen Sachverhalt überhaupt zu Gericht zu sitzen. Und zwar mit dem Argument, dass es bei den Deportationen, die etwa 2.500 Menschen aus Württemberg und Hohenzollern betroffen hat, dass es sich dabei um ein Massenverbrechen gehandelt habe. An sich natürlich nicht falsch, aber es geht dann weiter und er sagt, den juristischen Begriff Massenverbrechen kenne das deutsche Strafgesetzbuch nicht. Und dementsprechend könne ein deutsches Gericht auch nicht darüber verhandeln und lehnte tatsächlich ab, sozusagen, dass man darüber zu Gericht sitzt. Und dann ist aber Staatsanwalt Edmund Wetzel eingesprungen. Ja, tatsächlich, Edmund Wetzel hatte das Verfahren verantwortlich übernommen, relativ kurzfristig. Und es ist dann auch nicht überraschend, dass man diese Argumentation relativ schnell aus den Angeln heben kann. Denn wenn man das zu Ende denkt, würde das ja bedeuten, dass ein Verbrechen nur genügend Menschen betreffen muss, um dann sozusagen unbehelligt zu bleiben, also sozusagen durch das Netz der Justiz zu rutschen. Und tatsächlich argumentierte er dann auch so vor dem nächsthöheren Gericht, das ist dann das Oberlandesgericht, wo er dann Beschwerde gegen diese Ablehnung der Verhandlung einlegte. Und es ist dann nicht überraschend, dass das Oberlandesgericht tatsächlich sagte, natürlich hat er recht, natürlich muss darüber verhandelt werden. Und das Oberlandesgericht hat dann den Prozess, also die Verhandlung am Landgericht angeordnet. Die Frage nach Verantwortung von Einzelpersonen spielt ja auch in diesem Prozess eine wichtige Rolle. Die Täter haben sich ihrer Verantwortung entzogen, indem sie sich selbst als Opfer dargestellt haben. Wie genau haben sie das gemacht? Also ihre erste Argumentation war eigentlich, dass sie sagten, wir als Beamte, der Gestapo-Beamte, der Kriminalbeamte war ja verbeamtet, wir haben staatliche Anordnungen umgesetzt. Es wurde uns befohlen, es war staatlich angeordnet und insofern können wir gar nichts falsch machen. Denn wir setzen nur um, was der Staat, sozusagen die höchste Instanz, anordnet. Und dieses Opfersein dann vorm Prozess. Warum müssen wir darunter leiden, dass wir dem Staat gedient haben?
Ja, also daraus kommt dann diese Argumentation, dass man natürlich zu Unrecht vor Gericht steht, dass man Nachteile zu erleiden hat dadurch, dass man vor Gericht sitzt. Und da kommt dann sozusagen tatsächlich dieser Opferstatus, den die Angeklagten für sich tatsächlich in Anspruch genommen haben vor Gericht dann. Und dann wurde die Anklage fallen gelassen? Das Verfahren wurde eingestellt. Also das Gericht hat im ersten Verfahren, kommen wir ja gleich zu den Folgen noch, ist es der Argumentation der Angeklagten gefolgt und hat gesagt, tatsächlich haben sie in ihrem Handeln kein Unrecht erkennen können, weil es eben staatlich angeordnet ist. Sie haben den ganzen Prozess der Deportation minutiös sozusagen offengelegt. Da gab es überhaupt keine Frage. Es gab überhaupt keine Frage an der Beteiligung der Angeklagten. Es gab keine offenen Fragen, was ihre einzelnen Rollen angeht, ihre Beteiligung, ihre Funktion in diesem System. Aber sie haben eben gesagt, sie haben das Unrecht nicht erkennen können und dementsprechend sei das Verfahren einzustellen. Und Edmund Metzl hat dann aber ein zweites Verfahren eingeleitet. Ja, das ist der Punkt, wo aus meiner Sicht dieses Verfahren wirklich besonders interessant, besonders spannend wird und auch der Punkt, wo es ja bis ins Heute reicht und auch in die Zukunft reichen wird. Und zwar hat sich Hilfe gesucht bei Gustav Radbruch. Gustav Radbruch war ein Rechtsphilosoph ohne Amt, ein Rechtswissenschaftler in der Weimarer Republik, war er auch Reichsjustizminister, also eine angesehene Persönlichkeit im Bereich der Justiz. Und Gustav Radbruch hat sich 1946 genau um diese Frage Gedanken gemacht. Also wie kann man juristisch fassen, wenn Unrecht im Namen und im Auftrag des Staates geschieht, also in der höchsten Instanz? Wie kann man dann noch Recht und Unrecht unterscheiden? Gerade wenn es Beamten tun, die ja dem Staat von ihrem Amtseid her verpflichtet sind. Und er stellt zwei Kriterien auf. Das erste Kriterium ist ein bisschen unscharf, ich will nicht sagen schwammig, aber er wählt absichtlich eine extreme Formulierung und er sagt, wenn staatliches Gesetz, staatliche Anordnung in einem unerträglichen Maße ungerecht ist, verliert es seinen Gesetzescharakter. Und verliert damit sozusagen den Anspruch auf Folgeleistung oder Gehorsam. Das ist, wie gesagt, was ist unerträglich ungerecht? Da kann man sozusagen, gibt es eine Marge. Deswegen hat er ein zweites Kriterium aufgestellt und hat gesagt, wenn ein Gesetz, eine Anordnung an sich schon die Gleichheit der Menschen leugnet. Und das ist für ihn Kern der Gerechtigkeit, die Gleichheit der Menschen. Wenn dieses Gesetz diese Gleichheit leugnet, dann ist es staatliches Unrecht. Dann kann also das Gesetz noch so sehr ummäntelt sein mit Legalität und so weiter. Es kann keinen bindenden Gesetzescharakter haben. Und dementsprechend kann sich darauf auch niemand berufen. Und dass die Deportation von Menschen, nur weil sie anderen Glaubens sind, ihre Verschleppung aus den Häusern, der Raub ihrer Güter und so weiter, mal ganz abgesehen davon, welches Schicksal sie erwartete, dass das natürlich im Kern die Gleichheit der Menschen leugnet, ist offensichtlich. Und so hat Edmund Wetzel tatsächlich argumentiert. Er hat Revision eingelegt gegen die Einstellung des Verfahrens, dann beim Bundesgerichtshof und hat eben so argumentiert, nein, die Angeklagten haben das Unrecht erkennen müssen. Es war so offensichtlich, dass sie sich nicht auf staatliche Anordnung berufen können. Dann kommen wir jetzt doch zu unserer ersten Frage zurück, nämlich, wie konnte es denn dann passieren, dass diese 7 Angeklagten freigesprochen wurden? Ja, also interessant ist erstmal, dass der Bundesgerichtshof dieser Argumentation von Edmund Wetzel folgte. Auch sie wandten diese Radbruchsche Formel an. Das ist insofern bemerkenswert, weil Gustav Radbruch war im Grunde Privatier, der hat einfach einen Aufsatz veröffentlicht in einer juristischen Fachzeitschrift. Das ist halt also überhaupt kein bindenden Charakter. Ne? Und trotzdem höchstrichterlich berufen sich diese Leute auf seine Ideen, also auf eine Meinungsäußerung im Grunde und wandeln es um sozusagen höchstrichterlichen Spruch und sagen, hier ist diese Formel anzuwenden, die Angeklagten haben natürlich
das Unrecht ihres Handelns erkennen müssen und ordneten eine neue Verhandlung an, heben die Einstellung des Verfahrens auf und sagen, ihr müsst es neu verhandeln, dieses Verfahren. Und dann landet dieses Verfahren wieder hier in Stuttgart beim Landgericht, beim Schwurgericht, um genauer zu sagen. Und die Angeklagten ändern jetzt ihre Strategie. Dieses mit, ich konnte es nicht erkennen, dass das Unrecht ist, ist jetzt sozusagen höchstrichterlich widerlegt. Und jetzt berufen sie sich auf den sogenannten Befehlsnotstand. Nämlich darauf, dass sie selber an Leib und Leben bedroht wären, wenn sie das nicht umgesetzt hätten. Das ist ganz wichtig. Der Befehlsnotstand setzt sehr hohe Hürden. Also es geht nicht darum, dass man fürchtet, dass man nicht befördert wird, dass man innerhalb des Gefüges irgendwie vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird. Nein, es muss Gefahr um Leib und Leben tatsächlich real existieren. Darauf berufen sie sich. An diesem Prozess waren ehemalige Nationalsozialisten als Staatsanwälte und Richter beteiligt. War damit überhaupt ein neutraler Prozess möglich? Nein, in diesem Fall sicherlich nicht. Man muss dazu sagen, dass Staatsanwälte, Richter und so weiter sind Menschen wie wir, wie jedermann. Sie sind nicht ohne Einfluss natürlich, aber in einem so politischen Verfahren, wir reden von 1950, das ist also 5 Jahre her, die NS-Diktatur, was sozusagen ins Kernbereich der NS-Verbrechen führt, hier Richter zu berufen, die ehemalige Parteimitglieder waren, die während der NS-Diktatur Justiz durchgeführt haben, also die in der Justiz bereits tätig waren, das wirft natürlich einen Schatten auf dieses Verfahren. Das haben die auch selber gemerkt. Ja, also der Richter zum Beispiel, der für das zweite Verfahren vorgesehen war, hat dann eine Eingabe gemacht, ob es nicht jemand anders machen kann, weil er als ehemaliges NSDAP-Mitglied möglicherweise von der Öffentlichkeit als angesehen wird. Dem wurde auch stattgegeben. Insgesamt haben wir aber das Problem, dass die Gerichte nicht nur in Stuttgart hier zu diesem Zeitpunkt eben schon einen sehr, sehr hohen Anteil haben von, sind dann fast ausschließlich Männer, die eben in der NSDAP gewesen sind, die die NS-Diktatur durch ihren Justizdienst, sei es als Staatsanwälte oder Richter, gestützt und verteidigt haben. Diese Situation ist nicht zu leugnen. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass in diesem Prozess die ZeugInnen der Anklage gewissermaßen zu ZeugInnen der Angeklagten wurden. Wie kam das? Ja, ungewollt natürlich. Tatsächlich ist es so, dass bei beiden Verhandlungen, die in Stuttgart hier durchgeführt wurden, einige der wenigen Überlebenden dieser Deportation ausgesagt haben. Zu Protokoll gaben, wie die Deportationen abgelaufen sind, aus ihrer Perspektive auch darüber Aussagen gemacht haben, wie sie die Angeklagten, sofern sie denn persönlich mit ihnen gegenübergestanden sind, konfrontiert waren, wie sie die erlebt haben. Und da ist auffällig, dass alle ganz, das ist jetzt natürlich meine Interpretation, aber ganz, ganz peinlich darauf bedacht waren, den Verdacht zu vermeiden, sie würden Rache üben wollen. Was verständlich wäre aufgrund ihres Schicksals, auf das Schicksal vieler ihrer Familienangehörige. Nein, sie haben sich größte Mühe gegeben, auszusagen in einer Art und Weise, die sie als Objektivität verstanden haben. Und das führte dann sehr häufig zum Beispiel dazu, dass sie auch zu Protokoll gaben, dass meinetwegen einer der Angeklagte, die sie hier im Laufe dieser Deportation mit ihnen konfrontiert waren, dass er sich korrekt verhalten habe. Was übersetzt heißt, dass er sozusagen nicht übermäßig grausam war, dass er sie nicht gedemütigt hat, zusätzlich zu dem, was ohnehin geschehen ist. Aber man muss sich natürlich klar machen, auf der Zunge zergehen lassen, was heißt es, korrekt ein Verbrechen durchzuführen. Darum geht es ja letztlich, ne? Und das ist auch das, was sie meinten und was sie sagen wollten. Was aber beim Gericht gehört wurde und hängen blieb, war halt nur das Wort korrekt. So. Und was auch so ganz anschlussfähig ist an so eine, ich weiß nicht, ob es nur deutsche ist, aber so eine deutsche Vorstellung des Beamten, der sozusagen ganz korrekt und pflichtgetreu seine Aufgaben ausführt. Und es wurde überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass man eben auch ein Verbrechen korrekt durchführen kann.
Ne? Und so führte es dazu, dass in der Urteilsbegründung zum Beispiel eben häufig diese Zeugen zitiert wurden, dass sie den Angeklagten bescheinigen, eben korrekt gewesen zu sein. Wie hat die Öffentlichkeit damals auf den Prozess und vor allen Dingen auf den Freispruch der Angeklagten reagiert? Also sofern man das sagen kann, eigentlich mit Erleichterung. Man muss dazu sagen, dass dieser Prozess damals keine sonderliche öffentliche Aufmerksamkeit erregte. Zumindest wenn man das daran ablesen kann, sozusagen, wie regelmäßig zum Beispiel es Zeitungsartikel gab. Man findet sie in den Zeitungsarchiven, das ist aber relativ übersichtlich. Es gab damals schon Stuttgarter Zeitung und so weiter. Da gibt es immer mal wieder einen Artikel, der ist aber erstmal von der Länge relativ übersichtlich, würde ich mal sagen, beschränkt sich ganz auf die bloße Beschreibung des Ablaufes des Prozesses. Und mit dem letztgültigen Freispruch dann kann man sehr wohl eine gewisse Erleichterung rauslesen, dass das jetzt sozusagen, ja, dass man das jetzt hinter sich gebracht hat, dass man da einen gewissen Strich drunter gezogen hat. Interessanterweise auch mit so einer Hochachtung gegenüber den Zeugen, was ich jetzt gerade gesagt habe, so einer gewissen Dankbarkeit, dass sie sozusagen so objektiv ausgesagt haben. Und dahinter ist natürlich steckt natürlich eine, ob nun bewusst oder unbewusst, eine ganz gar eine Verweigerung, sich mit dem Eigentlichen zu beschäftigen, mit dem eigentlichen Geschehen, mit der eigentlichen Verantwortung und natürlich auch mit dem Verbrechen und was es in einer Stadt wie Stuttgart hier auch für unheilbare Wunden hinterlassen hat. Das war überhaupt kein Thema. Insofern wenig Aufmerksamkeit, oberflächlich und dann auch sehr schnell wieder abebbend. Was können wir also von diesem Prozess lernen? Also der Prozess hat ganz wesentliche Fragen aufgeworfen, ungewollt auch im Grunde durch die Angeklagten, dass sie ihr Beamtentum so in den Mittelpunkt gestellt haben. Und es geht letztlich darum, wann müssen Einzelne Verantwortung übernehmen, auch wenn sie im Auftrag jetzt hier des Staates oder staatlicher Institutionen handeln. Wo sind da Grenzen zu ziehen? In der persönlichen Verantwortung und dann aber auch durch die Justiz. Und das ist ein ganz zentrales Thema insgesamt für diese Prozesse gegen NS-Täter, aber berührt eben auch Fragen, die heute natürlich noch aktuell sind, die in unserem Alltagsleben jetzt vielleicht keine Rolle spielen, aber wenn wir an internationale Krisen denken, spielt das natürlich nach wie vor eine Rolle und wird in Zukunft leider Gottes auch immer wieder eine Rolle spielen. Also wo ist der Einzelne zur Verantwortung zu ziehen? Wo sind es Institutionen und staatliche Organisationen und wie ist da das Wechselspiel? Und dass man sich diese Verantwortungsgeflechte wirklich anguckt und nicht alles auf einen anonymen Staat schiebt, sondern wirklich guckt, fragt und sich darüber Gedanken macht, gesellschaftlicher Art und Weise, aber eben ja auch auf juristische Art und Weise. Das ist etwas, was auf jeden Fall ins heute eine wesentliche Rolle spielt und ich habe es schon gesagt, auch in Zukunft weiter eine Rolle spielen wird. Danke, Friedemann, für dieses Gespräch. Sehr gern, Dankeschön. Das war Gestapo vor Gericht. Die Mörder sind unter uns. Live aus dem Hotel Silber bei der langen Nacht der Museen. Wenn ihr mehr zu den Prozessen lernen, sehen und hören wollt, die aktuelle Sonderausstellung Gestapo vor Gericht, die Verfolgung von NS-Verbrechern, kann noch bis Februar 2025 im Erinnerungsort Hotel Silber besucht werden. Wir wünschen euch noch eine interessante Zeit bei der langen Nacht der Museen.